Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 161 von Aborion. Ja, wir haben letztes Mal, glaube ich, hier im Asteroidenfeld nach was Brauchbarem gesucht, haben aber nichts gefunden. Wir müssen jetzt schauen, wie wir weiter vorankommen. Wir waren ja beim Ausrüstungsdock und haben da nach Xanion-Waffen geguckt. Letztes Mal hat das nicht geklappt. Die Zeit ist natürlich im Hintergrund weitergelaufen. Wir müssten jetzt gleich mal reingucken, ob es da was Neues gibt oder nicht, sonst suchen wir das nächste Ausrüstungsdock und schauen danach, ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro geht's weiter. Bis gleich. So, dann wollen wir mal das Ausrüstungsdock aussuchen. Ach, das hatten wir schon ausgesucht, okay. Dann machen wir mal das auf und gucken. Ah, da sind noch 7 Minuten stehend, aber ich glaube, das hat sich durch das Abspeichern ja aktualisiert, oder? Erstmal hier. Ist Antimaterialimpulse. Tief. Ne, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Radarverstärker. Der ist natürlich ziemlich groß und gut hier. Wahrscheinlich Radarreichweite sehr weit. Geschützkontrollsysteme. Naja, da erstmal nicht. So, jetzt gucken wir Verteidigungslaser. Präzisions-Railgun. Distanzkanone, Quetzdinger, Qualitätsdinger, Profi-Doppelschieber. Und? Ja, es sind zwar viele Xanion da, aber leider nicht das, was ich brauche, ne? Maschinenjäger, Railgun, Bergbau gibt's nicht hier, oder? Nee. Plasmajäger hier oben, aber dürfen wir auch nicht kaufen. Gut, dann ist das hier fehlgeschlagen. Gehen wir mal auf die Karte, geben hier oben Ausrüstungsdock ein und schauen, dass wir da oben das nächste haben wohl. Steht der Ausrüstungsdock? Ja. Das bedeutet, wir springen da mal hin, oder? Ich glaube, das wird dann so sein, dass wir jetzt hier den Automatismus reinschmeißen. Ist außerhalb der Reichweite des Schiffes. Dann muss ja hier neben eigentlich diese Linie, das ist doch ganz klar. Naja, gibt es hier ein Tor? Stationen, Schiffe, ne, es gibt tatsächlich hier kein Tor. Das muss dann alles in Nachbarsektoren hier liegen, oder wie sehe ich das, dass das geht? Das interessiert mich ja jetzt mal gerade. Springen wir da mal hin, da geht die Reise hin. Schauen wir zu, dass wir den Jump mal machen. Überraum, Sprung. Weil direkt daneben muss ja dann noch so ein Planet sein, aber irgendwie wurde doch nichts angezeigt, kein Blips oder sowas. Weil wir haben doch gerade eben die Linie da gehabt, oder? Vertue ich mich da? Wir werden es jetzt sehen, ne? Okay, das ist definitiv Fische von die Ege, Piraten und mein Schiff. Ja, das ist doch hier irgendwie komisch, ne, oder? Auf geht die Reise. Auch weg hier. Hier ist jetzt nichts los. Aber diese Linie, die geht doch ganz klar zu dem Sektor, oder? Was macht das Spiel hier? Ja, komm, jetzt springen wir mal dahin. Dann wissen wir es gleich, oder? Komisch. Wir werden es gleich erfahren, wenn wir in dem Sektor sind, wo das Tor hingeht, ne? Glaube ich jedenfalls.
Und wenn das nicht angezeigt wird, dann ist es irgendwie ein Bug, oder? Die Linie ist jetzt mal nach da und nach da und nach da, aber nicht mehr nach hier unten. Da ist wohl tatsächlich ein Bug gewesen, oder wie sehe ich das? Nee, schießen wollte ich jetzt nicht. Nordwesttor. Das ist das. Das für ein Tor. Nord-Nord-Osttor. Das ist unser Tor, was wir jetzt nehmen wollen. Mich wundert es, dass das Endziel davon nicht angezeigt wird. Ist wahrscheinlich hier, ne? Normalerweise kann man da ja springen, ne? Nee, warte mal, ich müsste das machen. Ah, doch, jetzt geht's. Gut, dann fliegt er da schon mal hin. Geht's von da weiter? Keine Ahnung, lass ihn mal fliegen, oder? Wir können uns eigentlich in der Zeit um den Traveler kümmern, ne? Wenn wir den dann finden. Traveler. Ist da und hat keine Aufgabe mehr. Was wollte der Traveler denn da machen? Wir schicken den auf jeden Fall hier in den Traveler. Ne, ich glaube, jetzt haben wir was falsch gemacht. Ich wollte den da einspringen lassen. Und nicht den hier. Aber ist nicht schlimm, der ist jetzt hier schon davor geflogen. Wir brauchen nur durchfliegen, dann passt das schon, ne? Die Dingens Hyperraumsprung, den ich da reingegeben habe, der kann es jetzt nicht sein. Ja. So. Ach so, das war gar nicht so weit weg, was ich da eingegeben habe, oder was? Hier rein. Jetzt möchte ich gerne irgendwo hinspringen, kann aber nicht sehen, wo ich hinspringe, oder? Das ist doch wieder komisch. Aha, da ist es. Ja, das Ziel ist dann da. Nochmal den, nochmal den. Ich sehe aber nicht, wie es weitergeht. Es gibt auch keine Verbindungslinien. Okay, dann geht's noch da. Ja, ist vielleicht jetzt nicht so prickelnd. Jetzt landen wir wahrscheinlich nicht mehr auf der Karte, oder doch? Nee, ist nicht so intelligent, das Spiel. Ja, ich sehe jetzt hier aber auch keinen Asteroiden mal gerade in der Nähe. Ist jetzt auch nicht so wild. Karte, wir wollen ja da hinten hin. Ne, erst da, dann da, dann da, dann da. Hier sind wir schon mal irgendwie rumgesprungen, oder? Kann das sein? So, Autopilot läuft noch. Sind da hinten Asteroiden? Ich glaube nicht, ne? Das ist nur eine Zeichnung auf der Textur. Okay, wir springen weiter. Nächster Sektor. Ein Sprung, glaube ich, noch, dann sind wir da, ne? Oder? Ja, sieht so aus. Sprungroute wurde berechnet. Abklickzeit noch ein paar Sekunden, dann geht's los. Nämlich jetzt. Kann's losfliegen. So.
Jetzt sind wir da, jetzt brauchen wir nur das. Wo ist es? Da unten ist es. Können wir auch erst so reingucken, ne? Bevor wir da loslegen. Ausrüstung. Kanonengeschützturm, aufbereitender Butler. Aufbereitender Butler, ist es dann Bergbauer? Ja. Den wollen wir kaufen, aber dafür müssen wir gedockt sein, ne? Das bedeutet, wir fliegen da mal schnell hin. Kriegen wir noch die Kur vor dem Asteroiden? Ja, Glück gehabt. So. Auf dem Weg zum Xanion-Bergbauer, oder? Dockingport, wo? Da. Vielleicht ist der da näher. Ach, der ist hinter dem Schiff oder hinter der Station, nicht Schiff. Traktorstrahl an. Rein da. Ausrüstung. Aufbereitender Butler kaufen. Wieder gab es zwei von. Duo Erzerleger. Hört sich auch gut an, ne? Hier ist nochmal ein doppelaufbereitender Butler, aber das machen wir nicht. Hier sind andere Namen drin, da kann das sein. Den darf ich nicht kaufen. Du, Erzerleger. Das ist doch hier dann Bergleute. Okay. Zerlegt Metalle in Altmetalle. Das brauchen Bergleute. Ach so, das ist... da können wir mit Frax zerstören dann. Komm, wir machen das mal, weil der vielleicht ganz gut ist und ich den dann noch gebrauchen könnte. So, Schnellladebatterie-Booster. Energiespeicher plus 91%, Aufladerate plus 7. Ich glaube, den können wir uns auch noch leisten. Der ist auch ganz gut. Was haben wir denn da oben eigentlich an Geld? Kann man schlecht sehen, ne? Aber 132 Millionen sind das, glaube ich. Den kaufen wir. Radarverstärker, Massenscannerreichweite plus 5, Radarreichweite plus 7. Plasmahüllen, Polarisierer, Plasma, der Radarverstärker. Ich nehme den mal mit, wofür es auch gut ist, weil das hat aber eine gute Qualität auf jeden Fall, ne? Ja, und die anderen sind mir dann doch alle nicht mehr von der Qualität her gut genug hier unten, ne? Jetzt gibt's hier Bergbaujäger Xanion, ne? Ist ja krass, oder? Nicht genug Platz im Hangar, alles klar. Das ist schade. Wir haben gar keinen Hangar wahrscheinlich, oder? So sieht's aus. Baumodus. Das ist ein Triebwerk. Da ist nochmal ein Triebwerk, das ist ja toll angeordnet. Ne, ich glaube im Blau war schon der Hangar, ne, oder? Da ist er. Den muss man dann da dran bauen, oder? Das ist vorne, das ist oben. Wo wäre denn der Hangar hier am schönsten? Wahrscheinlich dann hier vorne, oder? Mach das mal zu. Und dann müssten wir den mal größer machen. Und warum ist dieser Balken da?
Hangar. Müsste ich jetzt so einen großen Hangar haben, damit da Platz drin ist, oder was ist damit gemeint? Ach so, warte mal, kann das sein, dass der falsch rum da dran ist? Warte mal, das würde das Grüne richtig sein. Aha. Hangar. Kann es sein, dass der Hangar kleine Jäger plus 8. Okay, die Hangargröße reicht also. Oh, da gibt es auch mittelgroße Jäger und große Jäger. Wusste ich gar nicht. Ich glaube, das ist die Mitte, ne? ...2,6 große Jäger. Aber ich würde jetzt gerne nicht so, sondern so den Hangar noch vergrößern. Naja. Drei große Jäger, 30 kleine Jäger. Machen wir mal so. Was ich gerade noch sehe. Ist das auch ein Xanion? Ne, ne? Doch, gibt's auch. Dann nehmen wir den. Weil da haben wir ja jetzt doch tatsächlich schon ein bisschen was eingesammelt, ne? Oder gekauft? Ne, wir haben es gekauft. Aber ich glaube, es ist nicht viel mehr geworden, oder? Und zack. Aus dem Baumenü raus. Aber es wird nichts angezeigt für unseren Hangar. Dein Frachtraum ist leer. Ne, das ist auch nicht Frachtraum, wollen wir auch nicht. Wir wollen Hangar. Da ist der Hangar. Neue Staffel. Und das ist die Bergbaustaffel. Kann man die hier umbenennen? Wohl nicht. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Wir gehen jetzt wieder in unser Ausrüstungsdock. Ausrüstung handeln. Hangar, Bergbau, Jäger. Wir nehmen alle 8. So, die haben wir. Deine Jäger können nicht starten, weil du nicht genug Piloten hast. Ja, das ist mir klar. Dann lass uns mal nochmal reingehen. Und Crew anheuern, die werden ja wohl hier Piloten haben, ne? So ist es. Und anheuern. Und was haben wir jetzt? Ein Problem mit dem Aufenthaltsräumen, ne? Schiff ist überbevölkert. Gut, das heißt, wir bauen da weiter. Xanion. Wo sind denn unsere Dingens hier oben? Dann können wir ja mal gerade schauen. Umwandeln. Haben wir jetzt hier. Ach guck mal, da gibt es auch dreieckige Quartiere. Das ist ja interessant. Aber wir wollen ja den hier transformieren. Aber da hat sich jetzt auch nicht durch was geändert, oder? Ja, ich glaube, das haben wir jetzt zwar geändert, aber die Quartiere sind dadurch auch nicht mehr geworden, ne? Wie ist denn, wenn wir das so machen? Ja, das sieht doof aus. Dann müssen wir die drehen, ne? So. Sieht's gar nicht mal so schlecht aus. Ich müsste aber jetzt weiter nach vorne damit. Okay, das ist nicht so meine Richtung. Das auch nicht.
Müsste jetzt die Rückseite haben, ne? Ist das die richtige Richtung? Jetzt haben wir die Spiegelachse gerade. Okay, das würde schon mal funktionieren. Wie viele Plätze gibt es denn dabei dafür? 7 Crew. Wir brauchen aber 8. Das heißt, wir machen das mal so. Naja. Und da in der Mitte soll jetzt noch ein Kasten rein. Warte mal, da können wir jetzt aber die Spiegelachse wegnehmen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Achso, nee, das muss dann noch ein bisschen anders sein. Dieser hier müsste es sein. Und das Ganze muss dann ein kleines bisschen weniger sein. Nee, Höhe passt schon. Und das wäre das. 32 von 40. So, das passt erstmal. Crew hat sich erledigt. Jägerstaffel haben wir. Und jetzt brauchen wir noch Asteroiden, wo wir abbauen können, ne? Haben wir hier überhaupt welche? Ach Gott, hier gibt es auch was. Kartenoption. Asteroiden 650. Ach, da hinten sind sie ja. Dann lass uns da mal gerade hinfliegen. Hat mal wieder gut geklappt, ne? Oh, aber das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Komm nicht weg, ey. Ja, da haben wir erstmal wieder so 29 Punkte vermisst, weil wir das da kaputt gemacht haben. Hat ja richtig gut geklappt, oder? So, jetzt weiß ich nur nicht, wo das Asteroidenfeld hin ist. Da. Gut, aber ich würde sagen, das Asteroidenfeld gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich will mal die Jäger im Einsatz sehen, schauen wir uns dann an. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade, gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao!